und wow, heute gibt es seit Ewigkeit mal wieder ein Frisurenvideo. Und zwar ein ganz besonderes, sagen YouTuber ja immer. Nee, aber in den letzten zwei Wochen habt ihr mich zu bombardiert mit Wünschen zu dieser Frisur, die ich in allen möglichen Videos und Vlogs getragen habe, auf Instagram und auf Snapchat. Und deshalb zeige ich euch heute, wie diese Frisur hier geht. Die Credits an die Frisur gebe ich jetzt hier mal an Cute Girls Hairstyles oder Brooklyn and Bailey. Das verlinke ich euch mal in der Infobox, da habe ich die Frisur gesehen und ihr fragt mich nur deswegen hier eine deutsche Version von dieser Frisur. An sich ist diese Frisur absolut nicht schwer. Man muss nur so ein bisschen einen Dutch Braid können und dann kriegt man den Rest auch hin. Was den Schwierigkeitsgrad allerdings sehr erhöht, ist die Tatsache, dass man hier oben flechtet. Das ist was anderes, als würde man es hier flechten, weil einfach das ganze Blut aus den Armen läuft. Auch ich brauche für die Frisur gerne mal 30 Minuten. Das ist jetzt keine 5 Minuten Frisur für die Schule vielleicht. Aber wenn man die vielleicht noch ein bisschen mit Locken frisiert, ist die einfach, oh, einfach so gut. Übt am besten mal bei der Schwester, der Mama oder der besten Freundin. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Bei dieser Frisur ist das saubere Abteilen der Haarpartien sehr, sehr wichtig. Und das machen wir auch gleich am Anfang. Hierfür nehme ich mir so einen Kamm mit so einer Spitze zur Hand und ziehe genau da, wo die Augenbraue den höchsten Punkt hat, eine Linie hochgezogen quasi an der Stirn. Wie man hier sehen kann, und so habe ich dann hier zwei Scheitel. Außerdem noch ziemlich genau in der Mitte vom Kopf mache ich das Ganze dann zu einem Viereck. Das bedeutet, ich habe vorne eine große quadratische Haarpartie abgeteilt. Die mache ich mir kurz aus dem Weg, damit ich die restlichen Haare ganz sauber aus dem Weg machen kann, indem ich mir einen Dutt mache. Und die Haarpartie wird dann nochmal in zwei geteilt, genau in der Mitte. Und da wir erst mit der einen Seite arbeiten, klemme ich die andere kurz nach hinten. Für ein bisschen mehr Grip habe ich mir dann die Haare ein bisschen nass gemacht, einfach mit Wasser. Und das dann ganz sauber nach hinten gekämmt und mir eine ganz, ganz dünne Strähne vorne abgeteilt. Wir machen jetzt nämlich einen Dutch Braid, also einen holländischen Zopf. Und hierbei flechten wir nach hinten. Also ihr legt die Haare quasi drunter, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe dazu auch schon ein einzelnes Tutorial gemacht, das verlinke ich euch mal unten. Und zwar nehmt ihr die Haare, wie gesagt, immer drunter und nehmt euch Haare dazu und nehmt die dann zu der anderen Strähne dazu. Also ihr legt erst die drunter, die ihr schon hattet, und dann nehmt ihr erst die Haare dazu und die kommen danach. Wenn man das so nacheinander macht, wird das Ergebnis viel, viel klarer und viel ordentlicher. Und das flechte ich so lange, bis alle Haare verflochten sind. Wie schon erwähnt, werden die Arme da sehr, sehr schnell mal müde. Dann haltet die Haare doch einfach in einer Hand fest und legt die Hand kurz auf den Kopf und die andere Hand kann sich auch entspannen. Nach ein paar Sekunden kann es dann auch schon wieder weitergehen und der Zopf wird mit einem Haargummi befestigt. Alles mit Haarspray fixieren, ihr wollt da keine abstehenden Haare haben. Und auf der anderen Seite mache ich exakt das gleiche, wieder einen holländischen Zopf. Jetzt habt ihr diese zwei ziemlich lustig aussehenden Zöpfe auf eurem Kopf und jetzt ziehen wir das Ganze ein wenig auf. Dafür habe ich den Haargummi gelockert und halte mit einer Seite den Haargummi fest und die andere zieht die Haare so auf. Da darf man auch nicht so viel Angst haben, dass man irgendwas kaputt macht und dann pancaket man das, wie Mindy von Cute Girls Hairstyles sagen würde. Und damit macht ihr den ganzen Zopf einfach voluminöser und der größte Helfer ist eigentlich der Kamm. Da könnt ihr dann relativ gewalttätig in die Haare gehen und die nach unten ziehen. Um das Volumen zu halten, schiebe ich die Haare gerne ein bisschen nach vorne, mache Haarspray drauf und klipse das fest, damit die genauso mit Haarspray trocknen. Hier kann man auch schön den Unterschied sehen zwischen vorher und nachher. Logischerweise auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche. Und so sieht das ungefähr aus. Danach könnt ihr eure Haare wieder aufmachen und einfach, weil meine Haare nicht ganz so dick sind, habe ich mir hier doch mal ein bisschen Haare dazu genommen, von der Krone vom Kopf sozusagen. Habe mir das dann irgendwie, so wie es geklappt hat, in drei Strähnen geteilt und habe dann einen ganz normalen dreisträngigen Zopf geflochten, egal wie. Jetzt machen wir das Ganze wieder mega voluminös. Das sieht umso schöner aus, je fluffiger es ist, wenn ihr das dann oben als Dutt habt. Und wieder mit Haarspray fixieren. Dann müsst ihr ein bisschen rumprobieren, wie der Dutt am besten passt.
Ich brauchte auch manchmal mehrere Anläufe für, aber irgendwie klappt es dann doch. Am schönsten sieht es aus, wenn man den Zopf direkt sehen kann und der nicht irgendwie verdreht ist. Ihr guckt ja nämlich vorne direkt auf einen Zopf drauf, wie ihr sehen könnt, auf die Flechtung. Und dann müsst ihr das zurechtzuppeln und Haarspray und aufmachen und Sachen verstecken. Und wie ihr feststecken könnt, verlinke ich auch nochmal in der Infobox. Das muss man ein bisschen ausprobieren zum Perfektionieren. Aber am Ende habt ihr dann diese wundervolle Frisur und ihr müsst mir unbedingt Fotos schicken, wenn ihr die nachmacht. Zeigt mir doch dann unbedingt mit ein paar Däumchen, ob ihr mal wieder mehr Frisurenvideos auf diesem Kanal sehen möchtet. So ein bisschen Back to the Roots-artig, wenn man die ersten Videos kennt. Weißt du, was ich damit meine? Außerdem möchte ich euch noch schnell was sagen. Ich komme ja gerade quasi richtig frisch von der VidCon aus L.A. wieder. Also ich wohne ja auch in Amerika gerade. Es war eine super krasse Zeit. Ich hatte mega viel Spaß. Das seht ihr auch auf meinem Vlog-Kanal. Verlinke ich euch hier. Aber was mir so klar geworden ist, ist, dass ich meine Zuschauer so krass vermisse. Es ist wirklich heftig. Vor allem so das persönliche Treffen mit euch. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Wenn ich dann in ein paar Monaten wieder zurück nach Deutschland komme, möchte ich zur Feier meines Welcome-Backs ein Event starten, was genau das nachholen soll. Und es wird noch besser. Kise und Diana machen das nämlich mit mir zusammen und wir drei freuen uns einfach schon riesig darauf. Und jetzt seid nur noch ihr gefragt. Ihr könnt jetzt nämlich auf stagelink.com/dominokarti gehen. Den Link findet ihr in der Infobox. Und da könnt ihr für eure Stadt abstimmen, also in die Stadt, in die Diana, Kise und ich dann kommen sollen. Ist also eine Art Umfrage, die uns bei der Planung hilft und allem. Also votet fleißig. Ich bin schon mega gespannt und ich freue mich so, so sehr auf euch. Und hier könnt ihr noch meine zwei letzten Videos anschauen. Vergesst nicht das Voten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!